Wann war das? Wo haben wir sie kennengelernt? Ja, das ist halt schon sehr lang aus. 1995 muss das gewesen sein. Kindergarten im Wesentlichen. Da hat es die Sonnenstrahlengruppe gegeben und die Regenbogengruppe. Und wir waren nicht in derselben Gruppe, das weiß ich. War ja ganz froh, weil damals waren wir nicht recht geheuer. Da haben wir immer so ein Spiel gespielt, da kann ich mich erinnern. Und da ist mir schon aufgefallen. Wir waren beide eher schüchtern, waren wirklich schüchtern. Und das hat sich später erst ein bisschen aufgelockert. Ja, und dann in der Volksschule waren wir dann plötzlich einmal in derselben Klasse, sehr klar. Da haben wir aber sie auch noch nicht so, da waren wir noch nicht in derselben Zone. Am Anfang hat es so eine kleine Rivalität gegeben eigentlich zwischen uns. Wir haben uns ja aber gut verstanden grundsätzlich. Aber dann, wie wir dann in die Hauptschule gekommen sind, da haben wir schon gemerkt, dass das was werden kann. Die Luft hat schon geknistert. Nach der Hauptschule hat sie so ein bisschen so eine Selbstfindungsphase von jedem gegeben. Aber wir sind alle in Kontakt geblieben und wir haben sie immer gut verstanden. Bevor das alles gestartet hat, muss man sagen, ist es uns eigentlich nicht. Also, das waren dreckige Zeiten, da erinnert ich mich nicht gern zurück. Also, damals haben wir überhaupt noch nicht gewusst, was wir tun. Also, man muss echt sagen, wie kommen wir, also das, was wir alles heute haben, das haben wir früher alles nicht gehabt. Also, wir haben mit der Hand aus dem Mund gelebt, wir haben geschaut, dass wir irgendwie über drunten kommen. Wir haben wirklich schauen müssen, dass wir zum Fressen und zum Saufen kriegen. Wie kommen wir da wirklich aus einfachen Verhältnissen? Und es war wirklich nicht immer leicht. Und alles, was wir heute da vor uns haben, für das haben wir hart arbeiten müssen. Von dem abgesehen haben wir auch unseren Spaß gehabt, muss man sagen. Also, und das, durch das, dass wir sich immer wieder zum Musizieren getroffen haben und so, ist irgendwann die Idee entstanden. Die Vision haben wir gehabt und dann haben wir das einfach mit dem, was wir gehabt haben, umgesetzt. 2013 war es dann soweit. Da hat eigentlich wirklich das Ganze Fahrt aufgenommen. Also wenn ich so drüber nachdenke, kommen mir wirklich Tränen in die Augen. Das werde ich nie vergessen. Das war der absolute Wahnsinn. Und danach haben wir gewusst, das ist. Wir haben was geschafft. Da war einfach klar, dass jetzt ein anderes Leben anfängt. Ja, es hat immer wieder arge Aktionen geben, es waren wirklich Aktionen. Es hat mich immer sehr inspiriert. Es waren echt arge, freidenkende Dinge. Highlights hat es viel gegeben und es ist auch gar nicht mehr so alles klar in Erinnerung. Natürlich spielen auch Drogen und Frauen eine Rolle. Und gewisse Sachen sind nicht mehr so ganz klar abrufbar. Einmal hat es ein Glühwein gegeben, das war super, das hat mir gescheit gedacht. Aber Highlights waren auf jeden Fall die lauen Sommernächte draußen auf der Wiesen. Einmal haben wir sogar eine Wasserschlacht auch gemacht, das war ziemlich witzig. Es ist eigentlich immer ein schönes Wetter. Manchmal geht es sogar aus, dass wir Wasserschlacht machen, aber da wir ja Zero Waste Initiative auch sind, haben wir das dann eigentlich angestellt, weil natürlich eine Wasserpumpe ist halt aus Kunststoff. Aber es waren gute Zeiten. Und da hat es Sommernächte gegeben und auch Winternächte, Silvesternächte. Also ein konkretes Highlight kann ich jetzt gar nicht nennen. Es war einfach die gesamte Zeit damals war einfach ein Highlight im Gesamten für sich. Also der erste nächste Schritt ist definitiv das nächste Event. Einen Tag nach Heiligen Drei Kini. Wir werden alles einladen, was Rang und Namen hat. Also mehr kann ich leider auch jetzt nicht konkret verraten. Aber ist am 7. Jänner, das können wir schon mal so weit sagen. Ja, mit dem bisschen mehr am Budget, was wir diesmal haben, erhoffen wir uns doch einiges. Und wir haben mal ein bisschen was durchgerechnet und wir hoffen, dass sie jetzt diesmal sogar 2 Kisten mehr Bier ausgängen. Wir werden alles in die Waagschale legen. Wir sind am Zenit dieses Projektes und das müssen wir oder werden wir auch vollkommen auskosten. Und wir hoffen mal, dass wir mit der Community, die wir da jetzt schon haben, einiges umsetzen können. Also da läuft einiges im Hintergrund. Wir haben da echt Leute, mit denen wir zusammenarbeiten innerhalb vom Bundesland, aber auch außerhalb. Ich glaube, da tut sich wieder einiges und ich glaube, einige Leute werden überrascht sein. Und da haben wir was vorbereitet. Und das wird das Jahr
des Erfolgs werden. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Und das ist eigentlich das Einzige, was zählt, Erfolg. Und ohne die Community war man nie dort hinkommen, wo wir jetzt sind. Und da möchte ich mich jetzt bedanken. Prost und wir sehen Sie.